Der Wolf und die sieben Geißlein. Es war einmal eine alte Geiß, die hatte sieben lustige Geißlein. Sie liebte alle und war ihnen eine gute Mutter. Die jungen Geißlein sprangen und tollten und kannten keine Furcht. Eines Tages ging die Geiß Futter holen. »Hütet euch vor dem bösen Wolf«, warnte sie beim Abschied. »Er hat eine raue Stimme und schwarze Pfoten. Öffnet ihm nicht, sonst frisst er euch!« Die Geißlein versprachen, artig zu sein. Kaum war die Geiß fort, kam der Wolf. Er klopfte an das Fenster und rief, »Macht auf, liebe Kinder! Eure Mutter ist da und hat jedem von euch etwas mitgebracht.« Die Geißlein erkannten den Wolf an seiner rauen Stimme und öffneten nicht. Da lief der Wolf zum Krämer und holte sich ein großes Stück Kreide. Die fraß er auf und bekam jetzt eine helle Stimme. Er schlich zu den sieben Geißlein zurück und rief mit verstellter Stimme, »Macht auf, liebe Kinder, eure Mutter ist da!« Aber der Wolf hatte seine schwarze Pfote in das Fenster gelegt. Das sahen die Geißlein und riefen, »Unsere Mutter hat keine schwarze Pfote. Du bist der Wolf. Wir öffnen nicht.« Ärgerlich lief der Wolf zu einem Bäcker. »Streich mir Teig über die schwarze Pfote. Ich hab mich gestoßen«, schwindelte der Wolf. Der Bäcker erschrak und tat schnell, was der Wolf von ihm verlangte. Dann rannte der Wolf zum Müller und sprach, »Streu mir weißes Mehl auf meine Pfote.« Der Müller kannte den falschen Wolf und dachte, »Der Wolf will sicher einen betrügen«, und weigerte sich. Der Wolf knurrte und drohte dem Müller. »Tust du es nicht, dann fresse ich dich.« Da fürchtete sich der Müller und streute dem Wolf das Mehl auf die Pfote. Und wieder sprach der Wolf mit verstellter Stimme zu den sieben Geißlein und legte seine weiße Pfote ins Fenster. Die Geißlein glaubten nun wirklich, dass ihre Mutter gekommen sei. Voller Freude öffneten die Geißlein die Tür. Wer aber hereinsprang, war der böse Wolf. Sie erschraken vor dem Bösewicht und wollten sich verstecken. Das eine sprang unter den Tisch, das zweite ins Bett. Das dritte verkroch sich in den Ofen, das vierte lief in die Küche. Das fünfte hüpfte in den Schrank, das sechste duckte sich unter die Waschschüssel. Das siebente und kleinste Geißlein verschwand im Kasten der großen Wanduhr. Der Wolf fand alle Geißlein und fraß sie auf. Nur das letzte, im Uhrkasten, entdeckte er nicht, so sehr er auch suchte. Der Wolf war satt und wurde sehr müde. Er schleppte sich auf eine Wiese. Dort legte er sich unter einen großen Baum und fing an zu schnarchen. Bald danach kam die alte Geiß aus dem Walde. Ach, was musste sie da erblicken? Die Haustür stand sperrangelweit offen.
Tische, Stühle, Bänke waren umgeworfen. Die Waschschüssel lag in Scherben. Die Betten waren zerwühlt. Sie suchte und rief ihre Kinder beim Namen, aber niemand antwortete. Erst beim letzten Namen meldete sich ein feines Stimmchen. Liebe Mutter, ich stecke im Urkasten. Die Geiß holte ihr zitterndes Kindchen heraus und ließ sich erzählen, wie alles gekommen war. Beide weinten sie bitterlich über das große Unglück. Endlich überwanden sie ihren Jammer und gingen hinaus, den Wolf zu suchen. Sie fanden ihn tief schlafend und schnarchend auf der Wiese. In seinem angefüllten Bauche zappelte und bewegte sich etwas. Die alte Geiß schickte das Geißlein, Schere, Nadel und Zwirn zu holen. Dann schnitt die Geiß dem schnarchenden Wolf den dicken Bauch auf und alle sechs Geißlein sprangen heraus. Sie sprangen und hüpften voller Freude und schleppten Steine herbei. Damit füllten sie dem Wolf den Bauch und die alte Geiß nähte ihn wieder zu. Als der Wolf erwachte, bekam er einen großen Durst und ging zum Brunnen. Da kollerten die Steine in seinem Bauch umher und er dachte: Was rumpelt und pumpelt in meinem Bauch herum? Ich meinte, es wären sechs Geißlein, doch nun sind's lauter Wackerstein. Am Brunnen bückte sich der Wolf tief über den Rand. Da zogen ihn die schweren Steine ins Wasser und er musste jämmerlich ersaufen. Die Geißlein aber tanzten um den Brunnen herum und riefen dabei: Der Wolf ist tot, 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 der böse Wolf ist tot. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.